Ich denke, viele von uns haben eine zu romantische Vorstellung des Lebens in mittelalterlichen Burgen. Mit all den Festen, schönen Outfits, Herzogen und Herzoginnen. Dem Hofnarr. Nun, zugegebenermaßen habe ich diesen Eindruck von Filmen, Fernsehsendungen und Werbespots gewonnen. Aber für mich war es real. Also stell mir meinen Schock vor, als ich herausfand, dass das mittelalterliche Leben meilenweit von dem glamourösen Bild in meinem Kopf entfernt war. Erstens, im Inneren waren Schlösser keineswegs die großartigen und erhabenen Konstruktionen, die man in Reisebroschüren sieht. Bedrückend enge Gänge, Rauchgase vom Kaminfeuer, düstere und dunkle Räume. Das ist es, was man im Mittelalter beim Besuch einer Burg vorgefunden hätte. Und das ist noch der harmlose Teil. Denn haltet euch fest, dies ist erst der Anfang. Schlösser waren eiskalt im Inneren. Und das ist auch kein Wunder. Schließlich haben die Menschen sie gebaut, um sich vor Feinden zu schützen und nicht um ihr Leben komfortabel zu gestalten. Deshalb bauten die Bauherren überall massive Steinfestungen. Du weißt wahrscheinlich, dass sich Gemäuer aus Stein auch an einem heißen Sommertag nicht wirklich erwärmt. Außerdem waren die Schlossfenster zur besseren Sicherheit klein und schmal und ließen nicht viel Sonne herein. Verbinde diese Eigenschaften und vor deinem inneren Auge formt sich ein riesiger Steinblock mit eiskalten, dunklen Räumen im Inneren. Und während Fürsten und Fürstinnen sowie ihre Familien wahrscheinlich ein Feuer hatten, das ihre Zimmer erwärmte, mussten sich die Diener in den tiefsten und kältesten Teilen der Burg aufhalten. Die meisten von ihnen waren daher ständig krank und kurierten gar nicht mehr von den Krankheiten. In den Burgen gab es keine Privatsphäre. Deshalb, wenn du keine große Menschenmenge ertragen kannst, hättest du nicht gerne dort gelebt. Obwohl Burgen von außen unzugänglich aussahen, waren sie buchstäblich ein großer und meist offener Raum im Inneren. Nun, um fair zu sein, wenn du ein Herzog oder Herzogin gewesen wärst, hättest du deine eigenen Räume gehabt, in denen du schlafen, essen und dich kleiden und einfach, du weißt schon, du selbst sein könntest. Was andere, weniger glückliche Seelen betrifft, so mussten sie Tage und Nächte in Gesellschaft anderer Menschen verbringen. Ja, kein Einschließen in das Zimmer und Nachdenken über das Leben. Es war immer jemand in der Nähe. Toiletten waren ein weiterer Gemeinschaftsbereich, an dem Alleinsein nicht möglich war. Und da ich mit diesem heiklen Thema begonnen habe, sollte ich zugeben, dass mich dies am meisten schockierte. Zuerst einmal war eine mittelalterliche Toilette eigentlich nur eine lange Holzbank mit zahlreichen Löchern für viele, nun, ich denke, du hast schon verstanden. Keine Wände, keine Trennwände. Es bedeutete, dass du zu jeder Zeit ein oder zwei Nachbarn haben konntest, die ebenfalls ihr Geschäft verrichteten. Außerdem fielen Ausscheidungen einfach in eine große alte Jauchegrube und blieben dort liegen. Ende der Geschichte. Wie auch immer, was für den modernen Menschen erschreckend klingt, war damals wahrscheinlich die Norm. Im Mittelalter hatten sie ganz andere Anforderungen an Privatsphäre und Hygiene. Aber all die Ausscheidungen, die in Senkgruben gesammelt wurden, führten zu einem Problem, das zum Himmel stank, ohne zu übertreiben. Schlösser rochen wirklich, wirklich schlecht. Überzeug dich selbst. Die meisten Menschen kümmerten sich nicht um Hygiene und konnten es sich nicht einmal leisten, ab und zu ein Bad zu nehmen. Eine Badewanne und frisches Wasser waren etwas, das sich nur die Wohlhabenden leisten konnten. Außerdem war niemand mutig genug, die riesigen Jauchegruben unter den Toiletten zu reinigen. Deshalb mussten sich die Burgbewohner an den ständigen Gestank gewöhnen. Außerdem hatte eine normale Burg in der Regel mehr als 100 Einwohner, sodass sie nur für einen sehr geselligen Zeitgenossen attraktiv wäre. Nicht, dass die Bewohner wirklich eine Wahl gehabt hätten. Warum lebten dann so viele Menschen in Burgen? Ah, das ist ganz einfach. Stell dir vor, wie viele Diener nötig wären, um alle Hausarbeiten in einem riesigen Schloss zu erledigen. Außerdem musste sich jemand um die Familie des Fürsten kümmern. Infolgedessen lebten die Diener und ihre Familien in überfüllten Quartieren und teilten fast alles, was sie hatten. Unglücklicherweise mussten sie auch ihre Wohnungen mit extrem unangenehmen Nachbarn teilen. Ich spreche von den Ratten, die dunkle, kalte und feuchte Räume lieben. Wenn du also ein Burgbewohner warst, waren Ratten deine ständigen Begleiter. Es mag so aussehen, als hätten sich die Menschen an diese Schädlinge gewöhnt und sie größtenteils ignoriert. Aber nein. Alle, die im Mittelalter lebten, waren von Ratten genauso verängstigt und angewidert wie die meisten modernen Menschen. Eine mittelalterliche Burg erwachte bei Sonnenaufgang,
denn der Sonnenschein war in dieser Zeit so ziemlich die einzige Lichtquelle und alle, die draußen arbeiteten, versuchten sie voll auszunutzen. Die meisten Burgbediensteten standen jedoch noch vor Sonnenaufgang auf, sodass sie Zeit hatten, Küchenfeuer zu machen und das Frühstück zuzubereiten. Wenn du also eine Nachteule bist, hättest du im Mittelalter sehr gelitten, es sei denn, du bist königlicher oder edler Abstammung. In diesem Fall wäre dein Tag ganz anders. Zuerst einmal konnten Fürstinnen und Fürstinnen ausschlafen, wenn sie wollten. Wenn nicht, würden sie im Morgengrauen aufwachen, die Messe hören und Weißbrot und Wein zum Frühstück genießen. Dann hatte ein Fürst mehrere Geschäftstreffen und eine Fürstin unterhielt sich mit Strickereien. Wenn keine Gäste im Schloss waren, wurde das Mittagessen gegen 10 Uhr serviert und umfasste etwa ein halbes Dutzend Gerichte. Nach dem Mittagessen war es Zeit für Unterhaltung, wie Jagen oder Schachspielen. Am späten Nachmittag aßen die Familie des Fürsten und die Gäste zu Abend, hörten sich die Geschichten eines reisenden Barden an und sprachen. Und sobald der Fürst verkündete, dass er ins Bett gehen würde, ging auch der Rest des Haushalts schlafen. Aber bevor er sich ins Bett zurückzog, konnte sich der Fürst entscheiden, ein Bad zu nehmen. Die Sache ist die, dass die Menschen im Mittelalter sich nur selten wuschen. Nicht, weil sie das Baden verabscheuten, sondern weil es eine beeindruckende Leistung war. Erstens war es schwierig, sauberes Wasser zu finden. Zweitens, um ein Bad zu nehmen, brauchtest du eine Badewanne, die nicht leicht zu bekommen war. Normalerweise schleppten die Burgbewohner eine große Holzbadewanne von einem Raum zum anderen, um sich darin waschen zu können. Wie man sieht, war es nicht sehr hygienisch und bot keine Privatsphäre. Aber trotzdem waren einfache Menschen begeistert, wenn sie die Chance hatten, sich zu reinigen. Die Feste waren zahlreich und häufig. Sie fanden in großen Hallen statt und jeder musste entsprechend seinem gesellschaftlichen Rang sitzen. Die Auswahl an Speisen für die Gäste hing auch davon ab, wie wichtig eine Person war. So genossen beispielsweise die Familie des Fürsten und VIP-Besucher Gourmet-Gerichte, die mit exquisiten Gewürzen verfeinert waren. Was die weniger bedeutenden Gäste betrifft, so waren ihre Plätze weiter vom Tisch entfernt und ihre Gerichte waren viel einfacher, wenn auch immer noch lecker und sättigend. Aber schau, das Abendessen ist vorbei und der Boden ist mit Resten, Fett von Lebensmitteln und anderem Müll bedeckt. Oje, diese Leute scheinen nichts über Tischmanieren zu wissen. Aber sie wussten, wie man den Eindruck von Sauberkeit erwecken konnte. Sie bedeckten den Boden mit Kräutern und Schilf, die später das Fett und die Flüssigkeiten aufnahmen. Danach fegten Diener alles auf und ersetzten es durch neue Gräser. Übrigens spielten diese Kräuter auch die Rolle eines natürlichen Lufterfrischers und machten den Gestank im Inneren der Burg etwas erträglicher. Mit welchem Umstand würdest du dir am schwersten tun, wenn du in einer mittelalterlichen Burg gelebt hättest? Schreib über deine Wahl im Kommentarbereich unten. Vergiss nicht, diesem Video ein Like zu geben, es mit deinen Freunden zu teilen und klicke auf die Schaltfläche abonnieren. Worauf wartest du? Auf diese Weise kommst du sofort auf die Sonnenseite des Lebens.